Leute, hier ist wieder eure Scarlett Russa zu einem neuen Part von Neo, The World Ends With You. Und wir befinden uns immer noch mitten im Shibuya Scramble. Nicht erschrecken, dass wir hier in einer Cutscene sind, das ist folgendes. Ich habe ein, zwei Tage nicht aufgenommen, wollte mich warm spielen, habe dann gemerkt, oh, mein Magen ist leer. Ich sollte mit den Charakteren was zu essen holen. Und dann bin ich direkt in die Cutscene gelaufen und dann dachte ich mir so, now is the time as good as any. Und dann, ja. Hier sind wir nun. Hallo Wicked Twisters. Ein Mitglied der Deep River Society? Ist euer Vordringen eine Kriegserklärung? Was? Nein, 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 nein. Wir kommen in Frieden. Weiße Flagge und alles. Ach ja. Wirklich, wir wollen euch nur einen Vorschlag unterbreiten. Könntet ihr euch vorstellen, mit uns gegen die Varia Beauties in der Center Guide zu kämpfen? Zwei Teams gegen eins? Im Prinzip ja, aber nach diesem Kampf wären wir natürlich wieder Feinde, wie wir es gestern waren. Das käme doch euch sicher auch gelegen. Nur ein Team herauszufordern ist doch einfacher, als sich gegen zwei zu stellen. Er hat nicht Unrecht. Zugegeben, wir sind auch nicht heiß darauf, gegen zwei Teams gleichzeitig zu kämpfen. Also was sagt ihr, helft ihr uns, die Varia Beauties zu besiegen? Wenn ja, werden wir euch zur Seite stehen, wie dem auch sei, wir sehen uns. Mensch, was machen wir jetzt, Rinbro? Was fragst du mich? Na, du bist doch unser Anführer, unser Chef. Lass mich drüber nachdenken. Die Zusammenarbeit mit der DRS erwägen, um die Varia Beauties zu erledigen. Also wir könnten die Center Guy einnehmen, wir könnten die Tipsy Toes Hall einnehmen, wir könnten Tower Records einnehmen. Das ist jetzt echt die Frage. Wenn du ein Problem hast, löse es. Ja, deswegen gehen wir ja essen. Mal sehen, was nehmen wir denn Schönes? Ich würde sagen... Okay, das magst du nicht. Wie wär's mit einer Schoko-Ecke für dich? Ja. Sehr gut. Ein BLT für... Ja, was nehmen wir denn da mal? Rindo mag kein Café au lait. Oh, Fred. Fred mag den. Du findest den toll und ich würde sagen, du vielleicht ein Hochsandwich? Oh, das mag er. Oho. Ich hab's geahnt. Oh, sogar Schlemmerbonus und alles. Nice. Wie wär's denn mit einer... Uch. Mal sehen, Kaffee au lait mit Eiswürfeln, magst du das? Ja, sehr schön, mehr Verteidigung. Du mehr HP? Nein. Willst du mehr HP haben? Nö. Willst du mehr HP haben? Immer Kaffee mit Eiscreme? Beziehungsweise ist das nicht eigentlich eher... Was? Dieses erfrischende Getränk darf in keinem Kaffee fehlen. Man könnte das Eis zuerst essen, aber dann wäre nur noch eine Kirsche in der Melonenlimo übrig. Und das wäre unspektakulär. Kugelgröße kann variieren. Also ist es eigentlich kein Kaffee mit Eiscreme, sondern Melonenlimo mit Eiscreme. Also ein Melon Float. Okay, cool. Ah, Rindo mag das. So, was ist mit dir? Ah, mag er nicht. Schoko-Ecke? Ja, sehr schön. Ich denke aber, das reicht dann auch an Essen. Jo, super. Wir sollten aber, obwohl, ist da was? Machen wir noch weiter. Okay, sie mag BLTs, das ist gut. Moment, was wäre aber, wenn ich dir ein Früchte-Sandwich gebe? Mag sie auch, okay. Ah, verdammt. Mal sehen, was hat die wenigsten Kalorien? Perfekt! 99! So wollte ich das haben. Sehr schön. Wir sind gesättigt. Wir sollten Tower Records übernehmen, wenn die Deep River Society auf dem letzten Platz bleiben soll. Also ich denke, ich nehme den Vorschlag der Deep Rivers tatsächlich an.
Aber ich gucke jetzt als erstes nochmal, ob ich noch irgendwelche Zone-Noise finde. Sieht aber nicht so aus. Gab es da nicht sogar ein Icon dafür? Ich denke, wir sollten erstmal die Varia-Beauties ein bisschen runternotchen. Und wenn es nur um ein Gebiet ist, weil dann haben wir die meisten Gebiete, so oder so. Das heißt, selbst wenn die, das hatte ich ja im letzten Part schon gesagt, selbst wenn die Varia-Beauties was übernehmen, haben wir immer noch mindestens 2 bis 3 Gebiete. Weil wir haben ja auch noch Dogensaka. Wenn das also alles nicht passt, dann könnten wir darüber die Varia-Beauties einkreisen. Und dann die DRS erledigen, sozusagen. Wir sind ja wahrscheinlich nicht mehr der letzte Platz, also lassen wir das einfach. Ja. Na, sieh an, die berüchtigten Wicked Twisters. Hi, Kanon. Hey, Kanon. Gut siehst du aus. Schau nicht zu genau hin. Mein Rouge ist heute nicht ganz gelungen. Du siehst perfekt aus, wie immer. Oh, wie süß von dir. Jetzt muss ich dir das nur noch abnehmen. Aber das war ernst gemeint. Ja, ja, wie läuft der Revierkampf? Hält eure Erfolgssträhne noch an? Ja, wir hauen ordentlich rein. Pff, hab ich gehört. Es heißt, ihr habt Motoi aus dem Rennen geworfen. Er hat sich tatsächlich freiwillig zurückgezogen. Oh, wer's glaubt. Hab auch gehört, wie ihr gestern Fuya sabotiert habt. Also, wer von euch ist das Superhirn hinter diesen Plänen? Du, Nagi? Hat jedenfalls die Augen offen. Ich glaube, die Deep River Society ist zum Äußersten entschlossen. Sie werden alles tun, um nicht die Letzten zu sein. Hab ich nicht gesagt, du sollst nicht so genau hinschauen? Was? Hab ich doch gar nicht. Ich war nur beeindruckt, weil du so schlau bist. Schade, dass du nicht in unserem Team bist. Ach, bist du ein kleiner Charmeur heute. Hm? Bei anderen Mädchen mag das klappen, aber ich bin zu clever dafür. Nein, das war mein Ernst. Es wäre schön, zusammenzuarbeiten. Ihr drei seid ein besonderer Haufen. Du reaktivierst Erinnerungen. Nagi kann in fremde Köpfe spazieren und Rini, du kannst bestimmt auch irgendwas. Wenn die wüsste. Er kann Zeitsprünge. Er kann durch die Zeit springen. Er ist eigentlich most OP. Ich sollte besser auf der Hut bleiben. Euch kann man sich nicht in den Weg stellen. Also, ich meine, keine Sorge, ich komme euch nicht in die Quer. Ich hole mir lieber die Revier-Noise. Aber wenn ihr auf meine Beauties trefft, lasst Gnade walten, ja? Ciao. Hoffentlich denkst du nicht, ich wollte nur nett sein. Ich habe das alles ernst gemeint. Vielleicht sieht sie ja mehr als ich. Immerhin hat sie gesagt, sie sei cleverer als andere Mädchen. Sie ist schlau und sieht gut aus. Ihre mentale Stärke gegenüber rivalisierenden Spielern ist als eisern zu bezeichnen. Darf ich fragen, Lord Rindo? Ist es euch ebenfalls gelungen, verborgene Talente zu erschließen? Mit mir? Verborgene Talente? Habe ich dich die ganze Zeit benutzt? Ja, wahrscheinlich. Naja, gar keine? Nein, also... Temporäre Regression, das ist dein Talent, stimmt's? Oh hey, Minami! Ah! Lord Tomonami! Dein Girling. Mir sind diese Woche irreguläre Funktionen begegnet. Und zwar an Tag 3 und 5. Oh, tatsächlich? Das war der Tag, an dem ich Lord Rindo begegnete, sowie der Tag, an dem wir die Deep River Society zerstreuten. Zuerst dachte ich, meine Berechnungen wären falsch. Doch das waren sie nicht. Jemand hat die Zeit zurückgedreht, was sie zunichte machte. Die Zeit zurückgedreht? Davon weiß ich nichts. Ist ein bisschen weit hergeholt, oder, Rinbro? Also, er könnte schon recht haben. Was? Endlich sag das mal! Du glaubst ihm das? Aber das ist doch total unglaublich.
Als wir Nagi diesen Elestra-Pin geben wollten, hat es beim ersten Versuch nicht geklappt. Dann habe ich's nochmal probiert. Wow! Das macht total Sinn. Deswegen wusstest du so gut über die Gutscheine Bescheid. Gepriesen sei die Kraft des allmächtigen Psyks. Es ist nur so. Ich kann die Zeit nicht nach Belieben zurückkehren. Da kommt dein Pin ins Spiel. Oh, welcher? Dein Spielerpin. Du meinst den Pin, den ich aus dem 104 habe? Den hier? Spiel 3 besitzt latente psychische Kräfte. Aber ohne diese Pins könnte sie nicht nutzen. Welches Differential deine zeitlichen Manipulationen erzeugend haben, wird die Zeit zeigen. Oh, verstehe. Zeitreisen. Ja, das bedeutet aber auch... Was ist eigentlich mit den Fehlversuchen? Hm? Was? Wieso sieht deiner anders aus als meiner? Das frage ich mich auch. Seiner sieht viel krasser aus. War vielleicht schon immer so? Nein, es gab nur eine Variante. Die waren alle wie meiner. Der meinige scheint auch anders verziert zu sein als laut Rindos. Ja, seiner ist wesentlich detailreicher. Und oben der Bereich vom Schädel... Er hat größere Augen, stärkere Ausprägung der Wangenknochen, wenn man das jetzt auf einen Schädel bezieht. Und die Augen sind auch anders geformt, wenn man so will. Ja, deiner sieht aus wie meiner. Wo hast du deinen her, Boss? Die Gestaltung von Lord Rindos Pin ist viel detaillierter. Fühle ich hier Selbstgespräche? Ja, Fred. Du weißt, dass Nagi dich ignoriert. Diese Mimik. Also kann ich damit die Zeit zurückdrehen? Ja, aber komm nicht auf dumme Gedanken. Vor der nächsten Aktivierung muss er sich wieder aufladen. Ich sehe da keinen Anschluss. Wie soll ich ihn aufladen? Ich habe da so eine Vermutung. Aber ich muss noch etwas herumexperimentieren, um sicher zu sein. Er hat es endlich gesagt, weißt du? Was gibt's? Du hast ja jetzt diese Zeitreise-Superkraft und? Findest du nicht, die hat einen Namen verdient? Was Selbsterklärendes wie Zeitsprung. Voll hilfreich, Captain Obvious. Das ist ein Spielalter, man darf auch mal Spaß haben. Theoretisch ja, praktisch ist es wieder was ganz anderes. So, ich gehe mal. Ah, hier ist nur Shepherds Haus. Schade. Ich will nicht kämpfen! Ich wollte nicht kämpfen! Ich wollte nur in die Geschäfte rein. Okay. So, sehr schön. So, wir testen ein bisschen den Superpin. Wobei, ich habe ihn ja offscreen schon getestet. Im Prinzip rennt Minamimoto nur noch mit einem fetten Strahl durch die Gegend. Und das passt. So, mal sehen, was jetzt passiert. Sehr schön. Sehr schön. Nee, es ist nicht alles, was ich drauf habe. Muhahaha. Oh, Wohlfühlwerfer und 800 Yen. Sehr gut. Hier sind nur noch ein paar Varia-Beauties übrig, was?
Yep, voll dann voraus, Team. Okay, aber bevor wir das machen, will ich mir mal diese neuen Pins angucken. Oho. Neue Energiemunition. Ja, ich denke, das können wir so lassen. Ich wollte zwar nicht kämpfen, aber bitte, wenn du unbedingt kämpfen willst. So. Ah, ich habe übrigens vergessen, glaube ich, mein Level wieder runterzusetzen. Wegen dem Elefanten-Noise habe ich nämlich mein Level ein bisschen hochgesetzt. An der Kreuzung waren dann nämlich welche. Gute Frage. Was wird er als nächstes tun? Sehr schön. Woohoo! Alter, die Blitze! Holy shit! Das ist richtig krass gewesen jetzt. Wow. Sehr schön. Nice. So. Ja, wir haben eine neue Zone. Was jetzt? Spieler, es gibt Neuigkeiten zur aktuellen Reviersituation. Oh, bestimmt geht's um uns. Die Wicked Twisters und die Deep River Society haben sich gegen die Varia Beauties zusammengetan. Ja, haben wir eigentlich gar nicht. Pech gehabt, Beauties. Man kann nicht immer gewinnen. Nachdem man es euch in eurem eigenen Revier gezeigt hat, fliegt ihr jetzt aus dem Slam. Also hat die Deep River Society gleichzeitig mit uns angegriffen. Ohne dass wir das eingefädelt haben. Hallo Leute. Die Strömung ist stärker geworden, nicht wahr? Dank euch konnten wir uns einen netten kleinen Damm bauen. Und ich kann euch versichern, den zu durchbrechen wird nicht einfach. Das war also euer eigentlicher Plan. Seid gewarnt, Wicked Twisters. Der eigentliche Spaß hat gerade erst begonnen. Oh, nice. 5000 Yen. Perfekt. Hey, Bro, ich könnte eine... wir kommen hier nicht weiter. Wir müssen also Gas geben. Haben wir denn noch irgendwelche Revier-Noise? Moment, was war da wieder mit Katzen? Oh, ach, das ist der Gedankengang, ja. Ich wollte mal auswärts zum Mittagessen, nachdem ich immer nur in der Kantine war. Es gibt so viele Restaurants und meine Pause endet bald. Ja, das ist ärgerlich. So, ja, ich muss meine Stufe runtersetzen, dringend. Ich würde sagen, machen wir mal Stufe 20. Dann gucke ich jetzt mal als nächstes, was... So, wir haben jetzt noch Spain Hill. Und die Zone um Tipsy Toes Hall. Ja, aber zu Spain Hill kam ich doch gerade nicht rein. Ach doch! Jetzt komme ich auf einmal rein. Ja, nee, ist klar. Ist klar, Leute. Kam bis gerade nicht rein, aber gut. So, Moment mal. Hier sollen neue Ware sein? Ich guck gerade noch mal. Wo denn? Bei Natural Puppy und bei Jolie Beco. Cool.
Dann machen wir jetzt mal eine Vierer-Serie. Oh, die Musik ist so toll. So, Nagi, let's go. Thunder! Gott, ich liebe diese Kommentare von Nagi. Ja, gleich haben wir dich. Perfekt. Oh ja. Mehr Punkte. Immer gut. Ich möchte unbedingt die Belohnungen haben. Oh fuck, wir sind vergiftet. Und hey, wir nehmen 100% Groove in den nächsten Kampf mit rein. Geil. Let's do this. Also bei einer Fusion-Attacke im ersten Teil wäre jetzt der Kampf zu Ende. Dann wäre nur noch was gekommen wie Ready to die, then die. Und die wären weg gewesen. Und ja, ich habe gerade die Attacke von Neko und Shiki auswendig zitiert. Ich hab's drauf, Leute. Ich find's schade, dass die Fusionen weg sind, aber ich finde, das hier ist ein ziemlich guter Ausgleich eigentlich. So. Sehr schön. Boom! So muss das. Sehr schön. Wow, wie viele haben wir denn hier gekriegt? 14 hervorragende Hasen, 2 Midarigami, ein stylischer Strahl, ein 2 Ekelstrahl und nochmal 600 Yen. Wow. Das ist ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. Ein Schweinchen? Oh, komm her. Aber wieso ist das Schweinchen pink? Give me a chance. Oh, ich muss mitsingen. Entschuldigung. Okay, was ist los hier? Versuchen zu entkommen. Hm? Oh, nice. Wir haben gewonnen. Oh, krass. Sehr gut gemacht. Ja. Ja, zahlreich. Und jetzt müssen wir die wieder zusammensuchen. Sehr schön. 5er Fundrate. Das ist das Höchste, was wir kriegen können. Und 2 davon sind Area Noise. Das heißt, wir kriegen dann auch noch entsprechend mehr Punkte. So.
Sehr schön. Scheiße, dass wir schon wieder vergiftet waren, ey. Super. Ich vibe einfach gerade mit der Musik, während ich hier alles niedermetzel, was nur geht. Sehr schön. Nochmal Groove eingesetzt. Oh ja. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald 10.000 Punkte. Das ist schon mal eine ganze Menge. Sehr schön. Weil du Mitglied dieses Teams bist, ob du willst oder nicht, Show. Weil er ja gefragt hat, why do I even bother? Ne? So, Runde 4. Also ich fahre mit dem jetzigen System eigentlich sehr gut. Oh ja. Weil momentan mache ich es so, Sho ballert die ganze Zeit mit seinem Strahl, Nagi lädt im Hintergrund für Kombis und Rindo und Fred machen eigentlich die ganze Drecksarbeit. Sehr schön. Perfekt. Perfekt. Schöner A-Rang. Perfekt. Oha, VIP 4 bei Gato Nero. Wow. Das war schnell. Gut, ich würde dann sagen, gehen wir mal zum Natural Puppy. Neue Klamotten. Yeah, oh mein Gott. Das Kleid sieht hübsch aus. Also, klar, ich mag die pinke Spitze hier nicht. Das Magenta finde ich schön, aber diese richtig pinke Spitze, die nochmal zusätzlich dazu kommt, die mag ich nicht. Vielleicht hätte ich da Weiß genommen. Aber das ist nur meine persönliche Präferenz. So, Glitzerstrahl. Ist was Neues für Fred, wenn ich das richtig gesehen habe. So, dann gehen wir noch mal zu Jolie Bico. Genau, howdy. Wir haben 50. Ich würde sagen, wir verkaufen mal 49 davon. Hier haben wir 35. Wir verkaufen mal 34 davon. Wie ich hier einfach das Ganze weghaue. Aber man kann, glaube ich, verstehen, warum. Weil es bringt ordentlich Kohle. So. Sehr schön. Und dann holst du mir mal die hier. Oh, sehr schön. Aber leider keine neuen... Leider keine neue Ware. Okay. Kann ich wieder runter? Ich wollte nämlich zum Bubble Tea Laden. Ja, wenn du ein Problem hast, löse es. Also geh essen. Aber ich will erstmal noch nach Pins gucken. Oh. Ja, erhöhen wir mal den Angriff. Sehr schön. Gut, ich würde aber sagen, ich würde hier ganz gerne schneiden.
und dann im nächsten Part hier an der Stelle weitermachen. Ich meine, wir müssen noch die verbleibenden Zonen einnehmen. Das heißt, wir müssen uns mal wieder mit der Deep River Society prügeln. Und ja, ich würde sagen, bis dann, Leute. Bye, bye.